Halleluja, praise den Herr. Ich freue mich heute nochmal Gottes Wort zu dir zu bringen. Und mein Gebet ist, dass Gottes Wort wird Platz in dein Herz bekommen. Amen. Mein Hauptthema heute ist, seid brennend im Geist. Seid brennend im Geist. In der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Abvers 8, steht, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welche auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die entstehende Kirche war die Erfüllung einer sehr vielen anderen Verheißungen Gottes im ganzen Alten Testament angekündigt und vorbereitet worden war. In Joel Kapitel 2, Vers 28 bis 29, Joel prophezeit eine Ausgießung des Geistes über das ganze Volk ohne Ausnahme. Danach aber schreibt der biblische Autor, wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch, auch über Knechte und Mägde, würde ich meinen Geist ausgießen in jenen Tagen. Der Heilige Geist erneute die Apostel in ihrem Inneren und erfüllte sie mit einer Kraft, die ihnen Mut gab, furchtlos zu verkünden. Jesus Christus ist gestorben und auferstanden. Sie war frei von jeglicher Furcht. Begannen sie freimutig zu reden. Wir sind die Früchte dieser Mission der Kirche durch das Wirken des Heiligen Geistes. Römerbrief sagt uns etwas ganz Wichtiges. Römer Kapitel 12, Vers 11. Bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß und werdet nicht nachlässig. Lasst euch ganz vom Gottes Geist durchdringen und dient Gott, dem Herrn. Ich wiederhole, Römer 12, 11. Bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß und werdet nicht nachlässig. Lasst euch ganz von Gottes Geist durchdringen und dient Gott, dem Herrn. Der allererste Auftrag, mit dem wir betraut werden, ist die Verkündigung der guten Botschaft von unserem Herrn, Jesus Christus. Und Gottes Wort sagt uns, bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß und werdet nicht nachlässig. Lasst euch ganz von Gottes Geist durchdringen und dient Gott, dem Herrn. Unsere Aufgabe in der Welt ist etwas, das wirklich jeder Christ tun kann, aber nicht jeder ist bereit, es zu tun. Und das ist Gottes Liebe weiterzugeben. Ein junger Mann brennt darauf, mit seiner neuen Arbeit zu beginnen. An seinem ersten Arbeitstag erwartet er gespannt die Einweisungen seines Arbeitgebers. Er freut sich auf seine erste Aufgabe und nimmt sie sehr ernst. Er ist sehr darauf bedacht, sein Bestes zu tun. Wir Christen konnten uns in vergleichbarer Weise als Arbeitsanfänger betrachten. Angesichts unserer Hoffnung, ewig zu leben, haben wir sozusagen erst begonnen, für Gott zu arbeiten. Gewiss hat
unser Schöpfer. Zahllose Aufgaben für uns im Sinn, die uns bis in alle Ewigkeit hinein beschäftigt hatte. Doch der allererste Auftrag, mit dem wir betraut würden, ist die Verkündigung der guten Botschaft von unserem Herrn, Jesus Christus. Und nochmal, Gottes Wort sagt uns, bewältigt eure Aufgabe mit Fleiß und werdet nicht nachlässig. Lasst euch ganz von Gottes Geist durchdringen und dient Gott, dem Herrn. Halleluja. In einer anderen Bibelübersetzung, schlechter Bibelübersetzung, Römer Kapitel 12, Vers 11 sagt, im Eifer lasst nicht nach, seid brennend in Gott, dient dem Herrn. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Nochmal. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid nicht träge in was? In dem, was ihr tun sollt. Ein Selbsttätiger braucht sich nicht besonders anzustrengen, um Konkurs zu machen. Er braucht nur einige Zeit, seine Geschäft zu vernachlässigen, seine Kunden schlecht zu behandeln oder bedienen und bei seinen Einkäufen schlampig zu sein. Schon ist es geschehen. Ein Angestellter braucht sich keine großen Dinge zu schulden kommen zu lassen, um seine Anstellung zu verlieren. Wenn er seine Arbeit nachlässig tut, wird er bald entlassen sein. Niemand braucht etwas Besonderes anzustellen, um sein wahres Leben zu verlieren. Es ist nicht nötig, eine Verbrechen zu begehen oder die Achtung anderer Menschen zu verlieren. Das Verderben kommt ganz von allein, wenn du gar nicht tust und du dich von der Geburt zum Tod treiben lässt. Wenn du die Bibel im Schrank liegen lässt, wenn du das Beten aufgibst oder vernachlässigst, wenn du dich aus der Gemeinde fernhältst, wenn du dem wild wachsenden Unkraut deines Herzen untätig zusiehst, verlierst du ganz von selbst deine persönliche Beziehung zum wahren Leben. Wenn du nicht auf Jesus hörst und seine Liebe ausschlägt, genügt das vollständig, um Gottes Heil zu versäumen und ewig verloren zu gehen. So ist das, was Paul hier ausruft. Eine Rettungsruf. Wie wenn wir einem Ertrinkenden einen Rettungsring hinwerfen und rufen, da ist er, nimmt er, halte dich an ihm fest, so wirst du gerettet. So sollen wir den Rettungsring Gottes, Jesus Christus, festhalten. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Weißt du, das heutige Problem in unserem Christsein ist die Lauheit. Der Herr spricht über Lauheit in Offenbarung Kapitel 3. Offenbarung Kapitel 3, Vers 14 steht, schreibe an den Engel der Gemeinde in Laodicea. So spricht er, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der vor allem da war
was Gott geschaffen hat. Ich kenne euer Tun. Ihr seid weder warm noch kalt. Wenn ihr wenigstens eins von beiden wärt. Aber ihr seid weder warm noch kalt. Ihr seid lauwarm. Darum werde ich euch aus meinem Mund ausspucken. Die Mischung von kalt und heiß ergibt laut der weder heiß noch kalt. Schon mal lauwarmes, schlecht schmeckendes Suppe oder Wasser getrunken? Lauwarme Suppe oder Wasser, die nicht schmeckt, ich spucke sie aus, damit mir nicht übel wird. Laodicea lag in der heutigen Türkei und zwar im fruchtbaren Lykustal in Syrien am Fluss Lykus, ca. 70 Kilometer südöstlich von Philadelphia und 160 Kilometer östlich von Ephesus und 16 Kilometer westlich von Kolosse. Eine große römische Straße, die von der Küste bei Ephesus ins Landesinnere Kleinasiens reichte, verlief mitten durch die Stadt und machte Laodicea zu einem wichtigsten Handelszentrum. Durch ihre günstige Lage brachte es die Stadt zu Wohlstand. Trotzdem hatte Laodicea mit einem bedeutenden Mangel zu kämpfen: seine Wasserversorgung. Die Stadt wurde über ein 10 Kilometer langes Aquädukt mit Wasser aus dem Süden versorgt. Der Wasser stammte entweder von Thermalquellen und kühlte bei seiner Beförderung auf lauwarm ab oder kam von einer kühlen Quelle und wurde im Aquädukt warm. Die Einwohner hatten wohl überwiegend lauwarmes Wasser zu trinken. Die Gemeinde in Laodicea wusste nicht um ihren wahren Zustand. Sie waren von ihrem Wohlstand und Reichtum geblendet. Selbst das lauwarme Wasser änderte daran nichts. Eventuell gingen sie davon aus, dass ihre materiellen Segnungen auf Gottes Segen und Zufriedenheit mit ihren zurückzuführen war. Doch in Wahrheit war Laodicea weit weg von der Quelle. Lauwarm zu sein wird deshalb kritisiert, weil es bedeutet, weg von der Quelle zu sein. Besonders dann, wenn gleichzeitig der materielle Reichtum das schlecht schmeckende Wasser vergessen lässt. In anderen Worten ausgedrückt, sagte Gott in Offenbarung Kapitel 3, eure Unentschiedenheit, eure Wischiwaschi-Haltung, eure Unverlässlichkeit, eure Unverbindlichkeit, nur nicht eindeutig sein, nicht klar. Ich kann das einfach nicht mehr ertragen. Weißt du, das größte Hindernis im Christens Leben heutzutage ist Lauheit. Entschiedenheit, Verlässlichkeit, Verbindlichkeit ist gefragt. Oft sind faule und selbstsüchtige Mitarbeiter in einem Unternehmen letztlich schlechter, als wenn der Arbeitsplatz gar nicht besetzt wäre.
vor allem, wenn solche Leute Kunden abschrecken, Aufträge dadurch verhindern und somit dem eigenen Unternehmen Schaden zufügen. Ähnlich ist es auch im Reich Gottes. Heuchler und laue Christen, die sich zwar fromm geben, aber ein schlechtes Leben führen, anstatt eifrig Jesus nachzufolgen, bewirken nur eines, dass die Menschen sagen, schaut euch die Christen an, mit diesem Glauben wollen wir nichts zu tun haben. Paulus schrieb deswegen in Römer Kapitel 2, Vers 24, denn euretwegen wird Gottes Name gelästert unter den Heiden. Ja, das steht in der Heiligen Schrift. Von einer anderen Bibelübersetzung, Römer Kapitel 2, Vers 24 steht, euretwegen werden die Völker Gottes Ehre in den Schmutz ziehen. Laue Christen, die ein schlechtes Leben führen, anstatt eifrig Jesus nachzufolgen, bewirken, dass Gottes Namen gelästert unter den Heiden wird. Wer geistlich kalt ist, kann Gottes Name zwar beschimpfen, aber ein schlechtes Licht werfen nur schlechte Mitarbeiter auf Gott. Wenn man in der Lauheit lebt, lässt man sich nicht von Gottes Willen leiten, sondern von irdischen Gesichtspunkten. Weißt du, manche Christ hat gut angefangen und ist dann doch entgleist, weil sie sich nicht vom Willen Gottes leiten ließ. Wie die Offenbarung Kapitel 3 Bibelstelle deutlich macht, ist Lauheit inakzeptabel für den Herrn. Die Lau ist nicht eifrig vor den Herrn. Sein Herz ist nicht aus Liebe für ihn entbrannt. Der Mittelpunkt seines Interesses ist nicht der Herr, sondern er sein eigenes Ich. Für den Lauen war Jesus Christus wahrscheinlich irgendwann früher sein Herr und er war als solcher entschlossen. Jedoch ist er heute nicht sein Herr, nicht sein Chef. Sein Chef heute ist er sein eigenes Ich. Lauheit ist inakzeptabel für den Herrn. Der Auferstehende Jesus, der Herr, rät nun den lauen Christen in Laodicea und uns auch, kaufe dir Gold von mir, das durch Feuer geläutet ist, damit du reich wirst. Jesus rät den lauen Christen unter ihnen dazu, wertbeständige Schätze bei ihm zu erben. Das Gold, die wertbeständigen Schätze, die Gott dir schenkt, kann dir niemand rauben, kann dir auch keiner aufgrund von Preisschwankungen und massenhaften Verkaufen von Goldbarren seitens irgendwelcher Regierungen nehmen oder verringern. Keiner kann dich durch Betrug, Diebstahl oder unglückliche, unvorsehbare Umstände um diese Werte prellen. Lass uns nochmal Offenbarung Kapitel 3, Vers 14 lesen. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Laodicea. So spricht er, der Amen heißt, der treue
und wahrhaftige Zeuge, der vor allem da war, was Gott geschaffen hat. Ich kenne euer Tun. Ihr seid weder warm noch kalt, wenn ihr wenigstens eins von beiden wählt. Aber ihr seid weder warm noch kalt, ihr seid lauwarm. Darum werde ich euch aus meinem Mund ausspucken. Siehst du, dass der Herr Jesus nicht sagt, du bist in Ordnung. Du kannst bleiben, wie du bist. Du bist lauwarm. Aber das ist egal. Mach einfach weiter. Nein, er sagt, mach es so ernst und kehr um. Lauheit ist inakzeptabel für den Herrn. Lauwarm zu sein ist eine Sünde, von der wir umkehren müssen. Es ist kein akzeptabler Zustand in den Augen des Herrn. Er möchte, dass wir und dass du sehr heiß vor ihm bist. Nochmal Römer Kapitel 12, 11. Bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß und werdet nicht nachlässig. Lasst euch ganz von Gottes Geist durchdringen und dient Gott, dem Herrn. Halleluja. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid brennend im Geist. Brennend im Geist ist hingegen ein dauerhafter Zustand. Mit einem solchen Geist können wir Gott ohne Unterlass dienen. Wir sollten allen brennenden Eifer des Fleisches vermeiden, aber dem Heiligen Geist erlauben, unseren inwendigen Menschen mit brennendem Eifer zu erfüllen. Dann wird unser Geist nicht erkältet, auch wenn die Emotion nachlässt. Wenn wir einen brennenden Geist haben, wird das Werk des Herrn nicht liegen bleiben. Was der Apostel hier hervorhebt, kommt einem Befehl gleich. Dieser Befehl muss von unserem erneuten Willen aufgenommen werden. Wir sollten uns willentlich entschließen, einen brennenden Geist zu haben. Wir sollten zu uns selbst sagen, ich will einen brennenden und nicht einen kalten Geist haben. Das ist mein tägliches Gebet. Ich will einen brennenden und nicht einen erkalten Geist haben. Wir sollten uns nicht von unseren kalten oder gleichgültigen Gefühlen übermannen lassen, sondern unseren brennenden Geist die Leitung übergeben. Das Merkmal eines brennenden Geist ist der beständige Dienst für den Herrn. Der brennende Geist bezieht sich auf den eifrigen Dienst. Lass uns nicht träge in dem, was wir tun. Lassen wir uns vom Geist Gottes anzünden, damit wir ihm können. Weißt du, eine Kerze mitbringen ist noch keine Licht. Wenn ich oder wenn jemand es in der Hand hast, ist sie dunkel. Aber sie kann
zum Licht werden. Es fehlt nur noch das Streichholz, mit dem die Kerze angezündet werden muss. Und so ist es auch unter uns Menschen. Eine brennende Kerze kann dann auch anderen anzünden und das Licht weitergeben. Darum kommt alles darauf an, dass wir uns vom Feuer Jesu anzünden und zu einem hellen Licht machen lassen. Darum wollen wir mit dem Feuer Gottes, mit Jesus in persönliche Berührung kommen, damit wir Gott und anderen Menschen dienen können, müssen wir unsere natürliche Trägheit überwinden und uns vom Geist Gottes anzünden lassen. Wir müssen unser Herz öffnen und dem Heiligen Geist Raum in uns geben, ihn in uns wirken lassen und nicht mehr fragen, was will ich, sondern Herr, was willst du? Wenn du in der Gemeinde zu Laodicea bist, und ich weiß, dass viele von uns das sind, dann ist der richtige Weg nicht einfach weiter zu machen. Es ist umzukehren. Jesus hat die Augensalbe, die Kontaktlinsen, die deine Augen brauchen. Jesus hat die Kleider, die dein Körper benötigt. Jesus hat das Gold, das im Feuer geläutet würde, um dich, dein Herz, reich zu machen. Er hat alles, was du brauchst, dich weiter lebendig zu machen. Er hat alles, was wir brauchen, uns wieder lebendig zu machen. Lass uns umkehren. Lass uns niederknien und Büße tun, damit der Heilige Geist uns ganz erfüllen. Und am Ende, wenn du Jesus noch nicht in dein Herz aufgenommen hast, gibt Gott dir heute eine Gelegenheit, an Jesus Christus zu glauben und ewiges Leben zu bekommen. Wenn du das jetzt möchtest, dann bittest du bitte das folgende Gebet von Herzen mit. Lieber Herr Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben und am dritten Tag auferstanden bist und jetzt lebst. Herr, ich bin ein Sünder. Bitte vergib mir alle meine Sünden und alle meine Schuld. Ich komme und beuge mich vor dir, oh Herr. Wasch mich bitte jetzt rein durch dein kostbares Blut. Herr Jesus, komm in mein Herz und rette mich. Ich gehöre jetzt Jesus und bin von neu geboren. Danke, Vater Gott, für das ewige Leben. Amen. Amen. Halleluja. Wenn du das Gebet zum ersten Mal gebetet hast, das bedeutet, dass du
einen neuen Mensch bist. Das bedeutet, dass du bist errettet. Das bedeutet, dass jetzt, ab heute bist du Gottes Freund. Ich ermutige dich, dass du täglich Gottes Wort der Bibel lese. Dass du jeden Tag zu Gott betest. Und ich ermutige dich auch, dass du zur Gemeinde kommst, um Gottes Wort zu hören. Und auch Kontakt mit einer Christin zu haben. Für diejenigen, die dieses Video anschaut. Ich hoffe, dass du kannst uns einen Tag besuchen, dass wir werden Gott zusammen loben, preisen und dienen. Und bis nächste Mal. Und der Friede Gottes, die höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Jesus Christus. Sei gesegnet. Peace.